Das Mädchen mit den Schwefelhölzchen von Hans Christian Andersen. An diesem Silvesterabend, am letzten Tag des Jahres, war es kalt und dunkel in den Straßen der kleinen Stadt. Die Menschen blieben in ihren warmen Stuben, durch die Fenster sah man die Lichter an den Weihnachtsbäumen glänzen, der Duft von brutzelnden Gänsen drang hinaus auf die Straße. Schnee wirbelte herab. Nur ein kleines Mädchen huschte durch die leeren Gassen. Schneeflocken lagen auf ihren blonden Locken, die nackten Füße waren blau und rot vor Kälte. Als sie von zu Hause fortging, hatte sie Pantoffeln getragen, aber als sie einem schnell vorüberfahrenden Wagen ausweichen musste, hatte sie die Schuhe verloren. Sie waren viel zu groß gewesen, den einen Pantoffel konnte sie nicht mehr finden. Den anderen hatte ein Junge erwischt und war damit fortgelaufen. In der Hand trug das Mädchen ein Bund Schwefelhölzchen, in ihrer Schürzentasche lagen noch mehr. Aber niemand hatte ihr den ganzen langen Tag etwas abgekauft, niemand hatte ihr einen Pfennig geschenkt. Nun wagte sie nicht nach Hause zu gehen, sie hatte ja keine Schwefelhölzchen verkauft und brachte kein Pfennig Geld mit. Von ihrem Vater würde sie gewiss Schläge bekommen, und zu Hause war es auch kalt. Durch die Spalten im Dach pfiff der Wind. In einem Winkel zwischen zwei Häusern, von denen das eine etwas mehr vorsprang als das andere, setzte sich das Mädchen hin und kauerte sich zusammen. Die Füße hatte sie an sich gezogen, es fror sie sehr, und ihre kleinen Hände waren beinahe vor Kälte erstarrt. Dachte sie. Ein Schwefelhölzchen. Ein einziges will ich an der Wand anzünden und mich an der Flamme wärmen, wenigstens die Hände wärmen. Sie zog eines der Hölzchen aus dem Bund. Ritsch, wie das sprühte, wie das brannte. Es war eine warme, helle Flamme, wie ein wunderbares Lichtchen. Sie hielt ihre Hand darüber. Da schien es dem Mädchen wirklich, als säße sie vor einem großen eisernen Ofen mit einem dampfenden Kessel aus Messing obendrauf. Wie knisterte das Feuer darin, wie wohltuend wärmte es. Das Mädchen streckte auch die Füße aus, um sie zu wärmen. Doch da erlosch das Flämmchen, der Ofen verschwand. Sie hatte nur die Überreste des abgebrannten Schwefelhölzchens in der Hand. Ach, wo ist das schöne Feuer geblieben? Dachte das Mädchen. Ich will noch ein Hölzchen anstreichen und meine Füße wärmen. Ritsch, wie das leuchtete! Dort, wo der Lichtschein auf die Mauer fiel, wurde diese durchsichtig wie ein Schleier. Das Mädchen konnte in das Zimmer hineinsehen. Auf dem Tisch war ein weißes Tischtuch ausgebreitet, glänzendes Geschirr stand darauf. Herrlich dampfte und duftete die gebratene Gans, die mit Äpfeln und getrockneten Pflaumen gefüllt war. Oh sieh, jetzt hüpfte die Gans von der Platte herunter und kam auf dem Fußboden Messer und Gabel in der Brust bis zu dem armen Mädchen hingewackelt. Da erlosch das Schwefelhölzchen und sie sah wieder nur die dicke, feuchtkalte Mauer. Sie zündete noch ein Hölzchen an, da saß sie nun unter dem herrlichen Christbaum. Er war noch größer und reicher geschmückt als der, den sie durch die Glastüre beim reichen Kaufmann gesehen hatte. Tausende von Lichtern brannten auf den grünen Zweigen. Die Kleine streckte ihre Hände danach aus, da erlosch das Schwefelhölzchen. Die Weihnachtslichter stiegen höher und höher. Jetzt sah das Mädchen sie als Sterne am Himmel. Einer davon fiel herunter und bildete einen langen Feuerstreifen. Jetzt stirbt jemand, dachte das kleine Mädchen. Das hatte ihre Großmutter, die vor kurzem gestorben war, ihr erzählt. Großmutter, die einzige, die sie liebte, hatte ihr gesagt, wenn ein Stern vom Himmel fällt, steigt eine Seele zu Gott empor. Das Mädchen strich wieder ein Hölzchen an der Mauer an. Es wurde hell und im Gang stand die alte Großmutter. Klar und schimmernd, mild und liebevoll. Ach, Großmutter, nimm mich mit, rief das Mädchen. Ich weiß, wenn das Hölzchen erlicht, gehst du fort. Verschwindest wie der warme Ofen, wie der herrliche Gänsebraten, wie der prächtige Weihnachtsbaum.
Lass mich nicht allein. Sie zündete schnell den ganzen Bund Schwefelhölzchen an, denn sie wollte die Großmutter bei sich behalten. Und die Schwefelhölzchen leuchteten so stark, dass es heller wurde als mitten am Tag. Die Großmutter war früher nie so groß gewesen, so schön gewesen. Die Kleine streckte ihre Hände aus. Sie fühlte sich sonderbar leicht. Die Großmutter nahm sie auf die Arme und stieg mit ihr hinauf, weit über die Erde. Dort oben war weder Kälte noch Hunger. Höher stiegen sie, höher, hinauf zu Licht und Wärme. Sie waren bei Gott. Am anderen Morgen fanden die Leute in dem Winkel zwischen den Häusern den kleinen, leblosen Körper mit roten Backen und einem lächelnden Mund. Die starre Hand hielt die Schwefelhölzchen, von denen ein Bund abgebrannt war. »Sie hat sich wärmen wollen«, sagte jemand, »und ist dabei erfroren.« Niemand ahnte, was sie Schönes gesehen hatte, in welchem Glanze sie mit der Großmutter in ein neues Jahr gegangen war.